Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute eine neue Sorte von Mai Tabak, eine der fertigen Sorten. Es geht heute um den Traube Minze. Sollte euch das Review gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Traube Minze von Mai Tabak. Leute, wir haben ja letztens schon den Lemon Chill vorgestellt und wir haben uns auch schon unseren eigenen Mix in dem Mai Tabak Konfigurator zusammengestellt und getestet. Solltet ihr das Video sehen wollen, schaut gerne mal auf dem Channel, sucht einfach nach Mai Tabak oder unten wird das sicher verlinkt werden. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist nämlich ziemlich geil mit dem Konfigurator. Aber Mai Tabak hat auf jeden Fall auch fertige Sorten. Dann kosten euch die 200 Gramm 16,90 Euro. Kommen in derselben genialen Dose mit Verschlusskappe, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Als erstes blenden wir euch mal den Kopfbau ein. Traube Minze, ne, was da drin sein soll, ist, glaube ich, selbsterklärend. Es handelt sich um einen Traube- und Minze-Tabak. Ja, ihr seht den Kopfbau, er ist auf jeden Fall sehr, sehr feucht. Der Schnitt ist ein bisschen gröber als das, was es so mittlerweile meistens auf dem Markt gibt. Aber im Tonkopf auf jeden Fall absolut kein Problem. Ich glaube, der einzige Kopf, wo man da eventuell Probleme kriegen könnte, ist der Hot Shot AT. Ja, er ist ein Ticken zu feucht, aber dafür raucht er auch relativ gut, wie ihr, glaube ich, gleich noch sehen werdet. Aber wir kommen erstmal zum Geruch. Für mich ist es auf jeden Fall ganz klar eine eher so Traubenzucker-Traube gemischt mit einfach der typischen Mentholnote, die einfach Mai Tabak an den Tag legt. Ist auf jeden Fall eine gute Mentholnote, die ist auf jeden Fall nicht zu stark, aber auch nicht zu lasch. Also es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Die Mentholnote kommt eher so im Hintergrund rüber. Das, was wirklich präsent ist, ist auf jeden Fall der Traube. Ja, dieser typische Traube, Zucker, dieses zuckerartige Ding, finde ich auf jeden Fall interessant. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt mega darauf stehe und sage so, boah, auf jeden Fall die Traubennote ist mega geil. Es ist eher schon so, ja, dass es halt einfach Traubenzucker ist. Man muss Traubenzucker mögen, um das auf jeden Fall zu lieben. Muss aber sagen, ich bin gar nicht so abgeneigt, den zu rauchen, weil er trotzdem ziemlich gut raucht. Oder, riecht. Jo. Raucht, aber auch. War auf jeden Fall nicht falsch. Zum Geruch. Es ist auf jeden Fall eine grüne Traube, eine sehr volle und eine sehr reife grüne Traube, würde ich sagen, um da mal richtig hier fachjargonmäßig unterwegs zu sein. Also auf jeden Fall eine intensive grüne Traube, die ihr da habt. Du hast eben schon ganz selbstverständlich Menthol gesagt. Eigentlich sagen sie ja Minze, aber eine Minznote an sich rieche ich da nicht raus. Also es ist zum Beispiel nicht so wie beim Black Nana, dass ihr ganz klar sagen könnt, ja, da ist wirklich eine Pfefferminznote am Start oder eine Nana-Minze, also so eine marokkanische Minze, sondern es ist eher einfach so eine frische Note, die dabei ist. Und deswegen würde ich auch eher sagen Menthol statt Minze. An sich nichts Schlimmes, weil ich mich auch oft bei meinem Black Nana noch ein bisschen Cold Death, was ja auch eher Menthol ist, mit dazu, weil es mir einfach nicht frisch genug ist. Deswegen auf jeden Fall nicht schlimm, dass die Pfefferminze fehlt. Die Traube riecht aber auf jeden Fall gut. Ich kann aber auch verstehen, was du meinst mit, du bist nicht übermäßig begeistert vom Geruch, weil die Traube riecht schon, ja, ich will nicht sagen vergoren, aber irgendwie schon so ein bisschen überreif. Was du auch gesagt hast mit dem Traubenzucker, das ist für mich so eine typische grüne Shisha-Traube-Erscheinung. Die riechen irgendwie alle so ein bisschen nach Traubenzucker. Aber gefällt mir auf jeden Fall vom Geruch auch ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, die Rauchentwicklung, ihr seht es ja schon, so feucht wie der Tabak ist, hätte ich da nichts anderes erwartet. Was sagst du denn zum Geschmack? Geschmacklich muss ich wirklich sagen, ich finde den Traube Minze von eben Mai Tabak ziemlich genial. Also er ist auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, ich rauche ihn sehr gerne. Die Traubennote kommt weiterhin sehr gut rüber, ist aber weiterhin eben diese weiße Traube und deshalb ist es einfach was anderes zu dem, was ich sonst immer gerne rauche, weil für mich ist einfach wirklich schwarze Traube Minze ist einfach irgendwie geiler als eine weiße Traube. Ich weiß nicht, vielleicht einer der Zuschauer kann mir das bestätigen und einfach sagen, ja, ich mag einfach dunkle Traube viel mehr als weiße Traube, aber ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr guter Tabak. Kann man auf jeden Fall rauchen. Ich meine, rauchtechnisch kann man sich gar nicht beschweren. Geschmackstechnisch
wird es natürlich ein paar Leute geben, die sagen, ja, ich mag eben die schwarze mehr als die weiße. Trotzdem für eine weiße Traube-Minze ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes Brett, muss ich wirklich sagen. Weil ich dem auch die 9,5 bis ja eher 9 Sterne geben würde, weil es doch so ein paar kleine Abzüge gibt, wie einfach, dass es ein bisschen zu viel Molasse hat, der Tabak hat einfach zu viel Molasse und ihr braucht zu viel Hitze, um den wirklich zum Laufen zu kriegen. Also teilweise, wenn man die Kohlen wirklich an den Rand packt, dann braucht der sehr lange, um wirklich zu rauchen und heiß zu werden. Und deshalb rauchen wir den auch relativ schnell an mit einfach Kohlen mehr in der Mitte. Ja, Hitzemanagement ist auf jeden Fall bei dem ein bisschen schwieriger als bei anderen Sorten, weil man ihm wirklich mehr Hitze geben muss und dann aber auch Gefahr läuft, dass der irgendwie doch irgendwann vielleicht zu viel Hitze bekommt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dadurch, dass der so feucht ist, braucht er auf jeden Fall deutlich mehr Hitze. Aber zum Beispiel auch Nameless, der jetzt doch auch relativ feucht ist, braucht weniger Hitze als der Mai Tabak. Aber an sich nichts Schlimmes, macht euch einfach vielleicht sogar 4 Kohlen am Anfang an, legt dann eine weg, wenn es euch zu viel wird, oder packt einfach 3 Kohlen weiter in die Mitte. Wir haben auf jeden Fall wirklich festgestellt, dass wir dem extrem viel Hitze geben müssen, aber dann qualmt er auch extrem gut. Zum Geschmack von meiner Seite. Du hast ihn relativ häufig mit schwarzer Traube verglichen, deswegen ziehe ich jetzt eher den Vergleich zu einer grünen Traube. Aber ja, ich rauche auch schwarze Traube lieber, zum Beispiel den Black Nana. Ihr wisst das ja alle mittlerweile, ne? Aber im Vergleich zu anderen grünen Trauben. Ich finde, er ist relativ nah zwischen, also er ist genau zwischen dem Alvaja, der irgendwie noch mehr nach Traubenzucker schmeckt, und dem Alfaja, der nach einer relativ vollmundigen grünen Traube schmeckt. Mir schmeckt er auf jeden Fall gut. Ich rauche sowohl Alvaja ziemlich gerne, wenn ich sowas schön Süßes, also wenn ich so eine extrem süße grüne Traube haben will. Aber ich rauche auch den Alfaja extrem gerne. Dadurch, dass der genau in der Mitte ist, gefällt er mir auf jeden Fall auch ziemlich gut. Und ich finde die Traubennote eigentlich wirklich gut getroffen. Er hat aber manchmal schon, dadurch, dass es auch eine sehr volle Traube ist, schon so ein, wie soll man das beschreiben, so einen fast pappigen Geschmack im Mund. Also er ist wirklich sehr, sehr präsent im Mund, auch nach dem Ausatmen noch, was ich wirklich krass finde. Das ist bei Alvaja nicht ganz so krass, bei Alfaja fast so krass, aber auch nicht ganz so stark. Wie du schon gesagt hast, ein halber Punkt muss auf jeden Fall weg, weil zu viel Molasse dran ist. Leute, ihr wisst das, wenn mehr Molasse in der Dose ist, habt ihr weniger Tabak drin, um auf die 200 Gramm zu kommen. Was dann bedeutet, dass ihr einfach überschüssige Molasse in der Dose habt, die euch nichts bringt. Und im Endeffekt wäre es einfach geiler, wenn ein bisschen mehr Grundtabak dran wäre und ein bisschen weniger Molasse, weil ihr dann einfach mehr von euren 200 Gramm habt. Ja, von den restlichen Geschmack, Rauch und so weiter will ich eigentlich keinen Punkt abziehen. Deswegen würde ich sogar bei den 9,5 Sternen rauskommen und würde auch sagen, das geben wir ihm. Können wir uns treffen? Sehr gut. Dann kriegt der Traubemünze von Mai Tabak auf jeden Fall 9,5 Sterne von der Shisha WG. Wieder ein sehr, sehr geiler Tabak von Mai Tabak. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was durchtesten, weil ich persönlich hatte die zum Beispiel gar nicht so krass auf dem Radar. Ja. Vor allem nicht für die fertigen Sorten. Das mit dem Konfigurator ist brutal geil. Mit den fertigen Sorten hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und die zwei, die wir jetzt da hatten, waren auf jeden Fall schon mal brutal gut. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Sorten von den Jungs. Ja, gefällt uns auf jeden Fall gut. Sollte euch das Review gut gefallen haben, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.